Hier sehen wir, wie wir mit Adobe Sign einen Vertrag mit zwei Beteiligten sehr einfach unterschreiben können. Adobe Sign ist eine cloud-basierte Workflow-Lösung für elektronische Signaturen und ich kann mich hier auf dem Browser einfach anmelden. Das geht auch selbstverständlich über Single Sign-On. Ich möchte in dem Fall auf der Sendenoberfläche einen Vertrag entsprechend starten. Und den schicke ich jetzt hier an zwei Beteiligte. In dem Fall ist das der Stefan Rose. Der hat hier in dem Fall diese E-Mail-Adresse. Und als zweite Beteiligten habe ich hier einen Hans Meyer mit dieser E-Mail-Adresse. Ich habe hier die Möglichkeit, verschiedene Rollen einzugeben, zum Beispiel Unterzeichner, Genehmiger, Empfänger, Formularausfüller oder einer, der den Vertrag weiterleitet als Delegator. Und hier hinten die Möglichkeit, verschiedene Authentifizierungsmethoden. Das einfachste ist E-Mail zu wählen. Wenn ich etwas sensiblere Dokumente habe, dann das Kennwort oder eine Telefonauthentifizierung über SMS, die ich dann vorher eintippen muss als PIN. Vorher öffnet sich der Vertrag nicht. In dem Fall kann ich hier mit Adobe Sign einen Ausfülltermin für 2 Tage erstellen und kann auch hier sämtliche Dateien auswählen, die ein solches System hier verarbeiten kann. In dem Fall unterstützen wir PDF, alle Office 365 Formate, aber auch natürlich HTML oder sämtliche Pixel-Formate. In diesem Fall möchte ich jetzt diesen Vertrag einfach mal mit Drag and Drop hier rüberziehen. Das ist eine PDF. Das könnten aber natürlich auch mehrere Dokumente sein, die hier noch dazugenommen werden können. Und wenn wir hier unten weitergehen, dann können wir sehen, dass wir auch eine Vorschau hier uns anschauen können. In diesem Moment wird der Vertrag auf dem Adobe Sign Server bei AWS in Frankfurt, also Amazon Web Service, geladen oder zu Microsoft Azure hier in Europa. Das heißt, die Daten verlassen Deutschland nicht. Ich kann jetzt hier in dieser Ansicht sehen, dass der Vertrag umgewandelt wurde in eine HTML-Seite und auch die Formularfelder können hier automatisch erkannt werden. Man kann jetzt hier natürlich diese Formularfelder bearbeiten. Das heißt, in dem Fall ist das die Firma. Als zweites habe ich hier beispielsweise ein Namensfeld. Auch das möchte ich bearbeiten. Das ist also dem Fall der Name des Empfängers. Und dann habe ich hier ein Formularfeld, das soll die Adresse sein. Das kann man also auch im Prinzip ganz einfach anpassen und dann hier entsprechend mit OK bestätigen. Wir gehen hier weiter runter. Auch da gibt es jetzt verschiedene Felder, die hier entsprechend natürlich entweder automatisch erkannt worden sind oder ich kann das hier entsprechend mit der Rolle hier machen. In dem Fall hat jetzt hier der Empfänger die Farbe braun. Stefan Rose ist sozusagen der Erste, der hier unterzeichnen soll. Das ist in dem Fall der Partner und ich schicke einfach mit Drag and Drop die Signatur und natürlich dann in dem Unterzeichnerfeld den vollständigen Namen und auch das Datum hier mit Drag and Drop rüber. Danach wechsle ich die Rolle. Der zweite Unterzeichner ist der Hans Meyer, der auch hier den Namenfeld oder auch das Datum mit Drag and Drop in der Farbe Blau rüberzieht. Und wenn man hier bei Signaturfelder auf Signatur geht, dann kann man das hier sehr schön anpassen. So, jetzt sind wir eigentlich soweit fertig und ich starte den Signaturprozess. In dem Fall geht er natürlich zuerst zu dem Stefan Rose und wir sagen mal senden. In dem Fall geht das Dokument raus. Ich bekomme eine Bestätigung und kann jetzt auch in meiner Verwaltungsoberfläche genau sehen, dass dieser Vertrag in Bearbeitung ist. Und ich sehe auch hier ist noch keine große Aktion passiert. Man kann hier auch sehen, das ist jetzt rausgegangen. Und in dem Fall warten wir jetzt mal, was der Stefan Rose macht und schalten auf den Rechner vom Stefan Rose, der ist unterwegs. Und Stefan Rose, hast du schon ein E-Mail bekommen? Ja, ich habe die E-Mail schon bekommen, in der ich aufgefordert werde, das Dokument mir anzuschauen und auch schließlich zu signieren.
Es öffnet sich nun ein Browserfenster und ich bekomme das Dokument präsentiert, in dem bereits schon einige Informationen aus meinem Account bei Adobe Sign vorbefüllt sind. Mir bleibt also nur noch übrig, die Unterschrift abzuleisten. Ich möchte nicht die gespeicherte Unterschrift verwenden. Vielmehr möchte ich diese Unterschrift neu aufzeichnen mit meinem Finger. Und damit ist meine Aufgabe schon erledigt. Ja, dann gehen wir doch mal wieder zurück und wir machen mal einen Refresh in unserer Verwaltungsoberfläche und wir werden gleich sehen, dass sich hier jetzt bereits ein grüner Haken befindet. Das heißt, Stefan Rose hat hier bereits schon unterschrieben. Wir können natürlich jetzt auf die Unterschrift von Hans Meyer entsprechend warten. Wenn man während des Unterschriftenvorgangs feststellt, dass die Person vielleicht gar nicht da ist oder dass es doch jemand anders sein sollte, dann könnte man hier an dieser Stelle den Empfänger ersetzen und könnte natürlich auch noch die Authentifizierung von E-Mail in SMS zum Beispiel ändern. Ich lasse das aber mal. Wir schalten mal direkt auf die Hans-Meyer-E-Mail. Hans Meyer hat jetzt in diesem Moment, weil es ja ein Workflow ist, diese E-Mail bekommen, klickt hier auch auf den Hyperlink und bekommt in seinem Standardbrowser jetzt in dem Fall diese gleiche E-Mail als Dokument hier angezeigt vom Adobe Sign Server. Alles natürlich verschlüsselt. Hier oben ist jetzt schon sichtbar, deine Unterschrift ist schon drin. Du hast hier unterschrieben und jetzt fehlt halt noch die von Hans Meyer. Hans Meyer hat jetzt hier kein Touch-Device und kann jetzt hier in dem Fall halt auch seine Signatur entweder übernehmen oder hier diese Methoden anwenden. Entweder seinen Namen natürlich schreiben mit Tastatur. Er kann das natürlich, wenn er einen Pen hat oder ein Finger-Touch-Device, so machen. Er kann diese andere Methode nehmen, indem er zum Beispiel sein Handy abcaptured und mit dem Finger hier unterschreibt. Da brauche ich also im Prinzip nur die deutsche Telefonnummer hier entsprechend reinmachen. Und die letzte Methode ist dann halt eine Unterschrift, die ich auf dem Blatt Papier abfotografiert habe, hier einzuscannen. Das sieht natürlich am besten aus und in dem Fall schicke ich das ab. Auch dann, wenn ich fertig bin, kommt dieser blaue Button und ich habe jetzt hier in dem Fall dieses Dokument unterschrieben. Damit ist der Workflow abgeschlossen und wir können hier sehen, dass jetzt, wenn ich einen Refresh mache in meiner Benutzeroberfläche, das aus dem Bearbeitungsmodus rausgegangen ist in den abgeschlossenen Modus. Das heißt, hier kann ich jetzt sofort alle Dokumente sehen. PDF runterladen, Prüfbericht runterladen, aber auch die Formulardaten herunterladen. Ich kann sehen, dass beide Empfänger hier unterschrieben haben. Das sieht man an dem grünen Haken. Und man kann natürlich auch die Aktivität hier sehen. Wenn ich das nicht runterladen will, sondern ein E-Mail in dem Fall bekommen möchte als Autor, dann bekommt man hier zum Schluss in dem Fall diese E-Mail. Und in dieser E-Mail sind jetzt alle drei Dokumente. Ad 1 der unterschriebene Vertrag, Ad 2 das Prüfprotokoll und Ad 3 die ausgefüllten Formulardaten. Wir öffnen mal alle drei Dokumente. In dem Fall sieht man dann das unterschriebene zertifizierte EIDAS-konforme Zertifikat. In dem Fall ist das auch dann mit diesem blauen Schlösschen versehen. Das heißt also, in dem Fall ist das auch rechtsverbindlich, ist ein Long-Term Validated PDF, was nicht mehr veränderbar ist. Ich habe hier beide Unterschriften drin und könnte auch direkt hier sehen, ob das ein valider Vorgang war. Mit diesem grünen Balken kann man das hier mit der Transaktionsnummer bestätigen. Das zweite Dokument, was ich hier öffnen möchte, ist das sogenannte Prüfprotokoll. In dem Prüfprotokoll habe ich hier meinen Zeitstempel, auch EIDAS zertifiziert und natürlich die E-Mail-Adresse und die entsprechende IP-Adresse auf dem Device, auf dem Stefan Rose und in dem Fall Hans Meyer hier unterschrieben hat. Das ist der Rechtsnachweis vor Gericht. Und damit habe ich halt auch eine rechtsverbindliche Signatur, die in 90% der Fälle hier ausreichend ist. Und last but not least habe ich die Formulardaten als CSV-Datei bekommen. Und in dieser CSV-Datei sieht man hier sehr schön,
dass man auch sämtliche Metadaten, die in den Formularfeldern ausgefüllt worden sind, hier mit entsprechend übernommen hat. Und dann kann ich das in mein System übernehmen. Ja, damit ist der Signaturvorgang abgeschlossen und ich kann hier mit Adobe Sign natürlich den nächsten Vorgang starten.